der Lobpräzision 2011 von Erich Scheibelhofer aus Andau. Was habe ich? Perfektion. Perfektion, ja. Jahrgang 2011, der hat 13,9. Weil Scheibelhofer ist an und für sich dafür bekannt, dass er sehr wuchtige, mächtige Weine macht. Andau, jetzt haben sie einen absoluten Hitzerekord mit 39,5 Grad heuer. Voriges Jahr waren es 41 oder 42 Tage, wo es mehr als 30 Grad in Andau gehabt hat. Das heißt, ist direkt im Seewinkel, direkt an der ungarischen Grenze und ist der heißeste Ort in Österreich. Das bedeutet, dass die Trauben irrsinnig viel Zucker entwickeln, auch in der Nacht, wo es im Mittelburgenland abkühlt und sozusagen die Zuckerbildung stark zurückgeht, damit, und gleichzeitig den Vorteil, dass die Säure hoch bleibt. Das ist in Andau eben das Problem, dass dort so heiß ist, dass es auch in der Nacht Zuckerbildung gibt und daher die Trauben irrsinnig viel, die Beeren irrsinnig viel Zucker aufnehmen. Und daher ist dort eher in so einem heißen Jahr wie 2011 nicht so einfach einen Wein zustande zu bringen, wo er nicht 14 aufs Etikett schreiben muss. Restzucker hat ein bisschen mehr. Merkt man auch. 2,5 Gramm und Säure 4,8. Wobei Säure 4,8 für Weinbaugebiet Neusiedlersee an und für sich üblich ist. Vergoren ist er in 1500 Liter Edelstahltank und ist in neuen französischen und amerikanischen Eichenfässern, also in Barriquefässern, ausgebaut worden. Er hat sicher mehr amerikanische Eiche und vom Toasting her ist er auch eher auf der kräftigen Seite. Der Erich Scheibelhofer hat in Australien und Kalifornien Praktikas gemacht. Und das merkt man in seinen Weinen sehr deutlich. Ja. Ich denke, er hat ganz bewusst die zwei Länder gewählt für Praktika, weil er gesagt hat, Andau ist das heißeste Gebiet in Österreich. Ja, und Australien ist wahrscheinlich weltweit. Und Kalifornien ist nach 11 Uhr Vormittag auch recht warm. Also fahre ich dort hin und schau mal an, wie die den Wein machen. Ja, und er hat im Prinzip den neuen Weltstil nach Österreich gebracht. Ist eine Marktnische, muss man auch sagen. Ist recht erfolgreich und wie man den haben wir auch als Newcomer mal reingenommen. Und das war beim Scheibelhofer so, dass der im ersten Jahr mit Big John, glaube ich, der meistverkaufte Wein bei uns in der Winothek war. Ja? Und der war halt wirklich ganz wuchtiger Wein. In der Zwischenzeit gibt es Fans, die halt Scheibelhofer und diesen Weinstil wollen. Unsere Aufgabe sehe ich ja, dass wir das Sortiment so zusammenstellen, dass wir für jeden Geschmack was dabei haben. Und es gibt aber auch Leute, die sagen, das ist mir fast zu üppig. Weißt du das, dass die in Neckenmarkt jetzt da Weingärten haben? Ja, okay. Na dann. Scheibelhofer ist ja aus Andau und wachsen ständig. Es gibt praktisch seit 99 oder 98 kein Jahr, wo sie nicht irgendwo was dazu bauen. Ja. Und seit voriges Jahr haben sie auch in Neckenmarkt ein paar Weingärten gepachtet, gekauft, weiß ich nicht. Vertragswinzer. Und ja, daher wird es also in absehbarer Zeit einen Scheibelhofer Wein aus Neckenmarkt auch geben. Ja. Weiß ich nicht, ob der jetzt dort reinkommt, aber an und für sich, wenn ein Mittelburgenland wächst, müsste da Mittelburgenland dann als Mittelburgenland vermarktet werden.
Ja, und eine Geschichte fällt mir jetzt da zum Scheibelhofer doch ein, das muss ich bringen. Wenn ich schon jetzt einen Winz aus dem Mittelburgenland da habe, muss ich ein bisschen provozieren. Das Jahr weiß ich jetzt nicht, weil ich mich nicht vorbereitet auf das habe, dass ich die Geschichte erzähle. Aber auf jeden Fall war ich noch aktiv und war auf einem Sommerfest vom Landeshauptmann Liesl. Und auf einmal kommt der Big John, also der alte Scheibelhofer, daher. Und weiß nicht, wer mit ihm geredet hat, weiß, dass der Scheibelhofer in Rätseln redet. Nicht? Also, das ist nicht so einfach, den zu verstehen. Da muss man schon wirklich mitdenken. Nicht? Und selbst dann ist es schwer. Ja? Auf jeden Fall kann man es halt spüren. Später, ich schätze, das war so öfe am Abend, auf das Fest hin und sind wir sie zufällig halt über den Weg gerannt. Dann sagt er zu mir, heute haben sie euch in den Kirchenturm gestohlen. Jetzt frage ich da in der Runde, wisst wer mit dem Satz was zum Anfangen? Also ich habe nichts zum Anfangen gewusst, sage ich. Was wüssten? Den Kirchenturm haben sie euch gestohlen. Sag ich, entweder sagst du jetzt, was du willst, oder wir Herren brechen das Gespräch an. Ne? Na, weißt du nicht, dass heute das Blaufränkisch-Turnier war? Sag ich, ja, weiß ich schon. Na, in Deutschkreuz war es. Das weiß ich auch. Ne? Den Kirchenturm haben sie euch gestohlen. Nein, ich habe nichts zum Anfang. Sag ich erst, es ist eh schon spät, brech mal. Das hat ja mir natürlich nicht gepasst, dass ich jetzt da nicht wissen will, warum sonst in Kirchenturm steht. Auf jeden Fall hat er sich halt dann entlocken lassen, dass er mit dem Blaufränkisch Jois das Blaufränkisch-Turnier in Deutschkreuz gewonnen hat. Ja, das war vor sieben Jahren, sowas. Ja. Im Zentrum des Blaufränkisch-Landes wird der Andauer Blaufränkisch-Turniersieger. Und das ist auf Scheibelhofer Deutsch in Kirchenturm gestohlen.